Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir stecken bis über beide Ohren in der Bredouille. Nicht nur, dass es stockfinster ist. Okay, die schießen beide nicht. Okay. Dem Vieh geht's schon schlechter. Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Und ich hatte noch überlegt, sollen wir nicht Schießscharten hier dran machen? Schön. Und hier laufen auf jeden Fall auch noch zwei rum. Okay. Sich aus. Au. 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 Au.
Okay. Ich habe den Timer vergessen. Das müsste es gewesen sein. Schön. Was für ein Beat. Reichweite 29, das ist schon knapp. Okay. Nun wird das Ganze schon deutlich bezahlbarer. Und du darfst auch noch mitmachen.
Okay, die stehen auf jeden Fall mit drin. Okay, das war Sandstein. Dann können wir da auch Sandstein weitermachen. Ey, 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 ey. Es wird nicht langweilig. Und wenn man gerade glaubt, man hätte es halbwegs unter Kontrolle. Von wegen. Das ist aber nur ein Ringfinger. Sei froh, dass der Daumen noch dran ist. Gut, das sorgt nicht nur für ein angenehmes Ambiente, strahlend grün, sondern auch dafür, dass wir dann demnächst drin besser sehen können. Und wenn es diese Dächer sind, ist mir das relativ egal. Okay, für den Großhändler nehme ich mir doch noch mal die Zeit. Klar.
Ja, mehr Bauteile gehen immer. Luchsfell. Keine Ahnung, wo wir es her haben, aber wenn es halt da ist. Stahl kann auch nicht schaden. Da wird noch reichlich dazu kommen, also. Also Holz meine ich. Was den Einkauf angeht. Keine Ahnung. Medizin brauchen wir nicht. Haben wir definitiv genug. Ah, guck einer mal schau. Nützt uns nur nichts, weil Handwerk kann sie grundsätzlich nicht. Mist. Tuna. Okay, dann wird's wohl Tekoi werden. Keine Ahnung, warum ich sie hier nicht einstellen kann. Na gut, ich missbrauche es ja so oder so nicht, weil bis auf Stufe 3. Das ist ja schon nix. Hey, packt der Olga? Thank you.
geschossen. Ja. Weil Fleisch haben wir ja jetzt in reichlichen Mengen. Okay, können wir jetzt erstmal die Spielgeschwindigkeit wieder auf normal schnell drehen. Es wird dauern. Nee, lass das mal. Installier das Ding einfach nur hier drüben. So, das sollte zumindest hier drin das Problem schon mal regeln. Was das hier angeht. Lösen wir das Ganze wieder auf die Unschöne. Aber im Endeffekt wussten wir ja, dass das Risiko besteht. Alle haben überlebt. Die meisten haben auch alle ihre Finger mitnehmen können. Was haben wir denn hier? Das sind Wegwerfdingen, das ist das Problem. Viele Schüsse, viele Löcher. Hoher Preis.
Und leider sind die nicht so dumm, Drogen zu kaufen. Ja. Und im Endeffekt setze ich hier zwar auch nochmal ein Gebäude rein, aber das bekommt im Endeffekt dieses Geschütz hier mit eingebaut. Ich hoffe mal, dass das dann reicht. Wie sieht es denn hier aus? Es dauert und dauert. Hey, wir haben eine von den Puzzleboxen verkauft. Nee, jetzt darfst du ihn da wegjagen. Begeistert, kommen bald zurück. Ja, das will ich doch mal hoffen. Und ich hoffe, sie bringen Geld mit. Schubst du den da bitte nochmal weg? So, das sind die Präzisions. Ja. Gut. Das war das Holzüberschusslager, aber das brauchen wir momentan nicht. Deswegen.
Wir haben so viel Nahrung. Ich glaube, da darf ruhig mal ein Bananenbaum. In aller Seelenruhe. Okay. Wir arbeiten gerade am Titanvorrat. Silber können wir uns leisten. Ja, wir müssen erst warten, bis gebaut ist. Okay. Da weiß ich nicht, ob wir dafür noch genügend Silber haben. Wir hätten nicht mal genügend für die zwei Tische. Mist. Ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und die Zeit ist schon wieder rum. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel, wie immer, findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich baue jetzt hier noch gerade das Ganze hier ein bisschen hübscher, aber bis dahin. Ciao!